So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen wieder mittendrin im Showgeschäft. Ihr wisst, wie es läuft. Wir legen los. Ich habe eine ganze Menge Kommentare, die ich zu Beginn gleich mal durchgehen möchte. Denn wir haben ja gesagt, wir wollen uns etwas näher unsere Transfergerüchte anschauen, beziehungsweise auch mal die anderen Nationen ein bisschen beleuchten. Besonders interessant war ja die Geschichte mit dem Welbeck. Der ist ja ablösefrei zu haben. Da schauen wir mal sofort rein. Das wurde am meisten von euch gewünscht und das geben wir uns natürlich auch sofort. Da schauen wir doch mal. 24 ist er mittlerweile schon. Das ist ein ordentliches Alter. Und die Erfahrung leider noch ein bisschen erst, ja, noch ein bisschen ausbaufähig, muss man bald sagen. Aber wie ihr schon gesehen habt, der Gute ist 14 Millionen wert. Und deswegen sollten wir ihn auch idealerweise verpflichten. Ich war ja erst so ein bisschen, ich muss dazu sagen, so ein bisschen boniert, was ihn angeht. Weil er schon so ein Spielertyp ist. Wenn wir uns aktuell mal anschauen, der würde niemals vereinslos umherlaufen. Aber tut er bei uns und warum denn nicht zuschlagen? Ne? Das ging uns ja ähnlich mit dem Pogba. Den haben wir uns ja auch richtig, richtig günstig geholt, wenn nicht sogar kostenlos, oder? Ablösefrei. Okay, alles klar. Nehmen wir ihn mal trotzdem ins Blickfeld, obwohl wir schon eine Stufe von 10 haben. Komm, wir machen mal gleich ein Angebot. Dann gucken wir doch mal. Ihre Chancen steigen sicher nicht durch die Tatsache, dass Sie bisher noch keinen Kontakt zu diesem Spieler hatten. Mindestens 3 Jahre Laufzeit. Und dann gucken wir doch mal, was er will. Grundgehalt 3,2 Millionen. Sein bisheriges Gehalt, wo steht denn das? 2,6 Millionen, Leute, das ist schon ordentlich. Will ich ausgeben, dass es mein wichtigster Spieler ist? Ich glaube nicht. Ich würde viel eher mal auf eine Richtung gehen, du wirst in der Regel spielen. Mehr würde ich nicht versprechen. Was einfach schwer einzuschätzen ist, wie er sich entwickelt, ne? Aber der Danny Welbeck zu Karlsruhe SC. Ich meine, da würde sich ja sofort super mit dem Pogba verstehen. Das wäre klasse, auf jeden Fall. Gucken wir doch mal rein. Ob wir das nicht vielleicht ein bisschen hier drücken können. Vielleicht kriegen wir ja die Chance hier ein bisschen, weil wir auch keine Konkurrenz haben. Ne? Ihr seht, Interessenten sind nur wir dort aufgeführt. Oh Gott, guck mal, was man hier rausgeben muss. Also 500.000 gebe ich ihn mal als Handgeld, weil wir haben ja genügend noch an Transferbudget übrig, wo man wohl sagen muss, vielleicht geht das Handgeld auch von den Gehältern weg. Dann war es natürlich schon ein bisschen heftiger. Okay, Grundgehalt, bei den Prämien müsste noch was gehen, sagt er. Er scheint mir zu niedrig. Dann machen wir mal 2,5, das ist schon ordentlich. Ja, da muss er aber auch einschlagen wie eine Bombe. Dann schauen wir doch mal, Auflaufprämie, 4.000. Würde ich ganz gerne ein bisschen runter auf 3,5. Eine Torprämie als Stürmer ist immer richtig gut. Und gerade wenn wir europäisch spielen, insbesondere. Und mit jedem Tor würde er nochmal in seinem Wert steigen. Also von daher sage ich mal Torprämie 2.500. Feste Ablöse könnten wir auch festlegen. Sollen wir das tun? Ja. Oder? Das könnten wir, dann können wir ruhig 30 Millionen anlegen als feste Ablöse. Und bei Abstieg wäre er dann für 15% zu haben. Dann gucken wir mal. Das will ich nicht machen, kein Internet. Für Spieler geben wir mal eine Option. Das gibt uns nochmal so ein bisschen Bewertung nochmal bei den Prämien vielleicht. Abstiegsgehaltskürzung nehmen wir mal raus. Internationale Vereinsspiele, die nehmen wir mal mit. Und zwar für 10 Spiele gibt es dann nochmal... Boah, wenn wir 10 Spiele international machen, da gewinnen wir schon eine Menge Geld. Dann geben wir nochmal 45.000. Nicht Abstiegsprämie nehme ich raus. Die will ich gar nicht haben. Ligaspielbonus. Die Meisterprämie kann ich ja mal... Ich kann sie mal auslegen. Vielleicht ist das für ihn Motivation genug. Auf 30.000 geht der Verein überhaupt mit. Das ist die Frage, ne? So, 2,6 Millionen. Genauso viel, wie er bei ManU verdient hat. Das wäre Wahnsinn. Guckt, der Vorstand geht da nicht mit. Das war abzusehen. 2,4 da vielleicht. Ebenfalls nicht. Jetzt gehe ich mal auf 2. Da gehen sie mit. Okay, mal gucken, ob wir mit ihm ein bisschen verhandeln können. Wenn man bevor er vereinslos bleibt, oder? Schauen wir mal. So, ich habe noch ein paar weitere Vorschläge von euch, die ich ganz gerne erstmal durchgeben möchte. Welbeck haben wir, dann gab noch Nicknack Hero, hat mir nämlich geschrieben, ich soll doch mal ein bisschen schauen, ich wäre zu alternativlos, war ich ja so ein bisschen stutzig. Was meint er denn damit? Aber er hat schon ganz recht, denn bisher schauen wir uns ja meistens nur Scoutings in den einzelnen ja, Transfermarktstatistiken an. Aber man kann ja ruhig mal so ein bisschen in die Nationalmannschaften gehen, das machen wir über die Statistiken. Und gucken uns hier einfach mal die Nationalteams an. Wo haben wir es denn? Wir müssten eigentlich hier mit aufgeführt sein. Komplette Verein, Nationalmannschaft. So, auswählen kann ich hier alle möglichen. Wahnsinn. Gucken wir mal. Was ist denn Länder, die bei uns in der Nähe liegen? Vielleicht, er sagte ja, ich soll Griechenland oder sowas nehmen.
Ist mir schwierig. Ich gehe mal hier gerade ein bisschen durch. Belgien zum Beispiel ist so eine interessante Nationalmannschaft. Da spielt auch der Edin Hazard oder wie er heißt. Aber ist hier gar nicht mehr dabei. Krass. Ist gar nicht mehr. Lukaku ist hier noch am Start. Wir gucken mal nach Stärke. DM brauchen wir keinen. Und Chadli, Boré, Buffel. Ja gut, bevor ich jetzt hier natürlich direkt drauf lospeitsche. Jeffrey Mwambia. Wer rechtes Mittelfeld. Muss ich erst nochmal reingucken. Also wir gucken das auf jeden Fall nochmal genauer an. Bloß wir hatten ja noch einen wichtigen Transfer. Und dann schauen wir mal perspektivisch in die Nationalmannschaften rein, wenn wir eine feste Position kennen, die wir ganz gerne belegen möchten. Es wurde gesagt, ich soll Riese, Drazan, Perisic, Torun, die Xhaka-Brüder. Ne? Der eine geht doch jetzt zu Gladbach. Das wäre nochmal interessant. Sind die denn noch bei Basel? Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie geschrieben werden. Deswegen gucke ich mal lieber bei Basel. Da ist er, FC Basel, ob noch einer der Brüder dabei ist. Frei. Stocker ist auch interessant, wurde gesagt. Stocker soll ich mir anschauen, 26. Der geht sogar, ne? Der geht sogar. Den packe ich mir auf jeden Fall mal ins Blickfeld. Der Marktwert 5 Millionen, wäre sogar finanzierbar für uns, der Valentin. Sehr cool. Haben wir denn irgendwo die Xhaka-Brüder hier? Noch einen zumindest. Nee. Der andere war glaube ich, bei Zürich, ne? Neue suchen. Ich gebe mal einfach Xhaka ein. Was dann mal rauskommt. Da kommt alles Mögliche raus. Xavier, Alexander, Graz. So. Wo haben wir es denn? Wo haben wir denn eine von den Brüdern? Die Werder wird doch mit X geschrieben, ne? Genauso wie der Shaqiri. Ich verwechsel die auch immer, Shaqiri und die Xhaka-Brüder. Moment, ich habe aber auch den Kicker hier liegen. Dann ist es eigentlich relativ einfach. X-H-A-K-A. Nicht einfach so, sondern X-H-A-K-A. X-H-A-K-A. So, Xhaka, da haben wir sie. Toulon und Granit. Und Sebastian, wer ist denn jetzt wer? Toulon ist doch der, der spielt doch eigentlich bei. Toulon, der spielt doch bei Zürich mittlerweile, oder? Der wechselt auf jeden Fall nicht. Das müsste denn der Sebastian. Granit? Ist Granit der zu Ding wechselt? Zu, wie heißt es, Gladbach? Wie heißt denn der? Naja, ist ja wurscht. Den könnten wir uns natürlich. Der wird natürlich in den Fokus rücken hier. Defensives Mittelfeld, wer wäre denn noch da? Da haben wir noch Sebastian Xhaka. Das wird er auf jeden Fall nicht sein. Und Toulon, dann ist Granit derjenige, der zu Gladbach geht. Genau, der ist jetzt aktuell 19, jetzt hier 22, das passt sogar. Und Toulon, der ist doch günstig, ne? Guck mal, wie schwach der hier bewertet ist. Gibt's denn sowas? Das ist ja krass. Das ist ja echt krass. Ja, so viel ist er nicht wert, ne? Wäre dann interessanter, wäre dann Granit. Aber können wir den aus dem AC Mailand, können wir den da rausholen? Das ist die große Frage, ne? Dann hole ich mir auf jeden Fall. Ihr habt auch gesagt, ich soll mir ruhig mal ein bisschen was kosten lassen. 18 Millionen haben wir Transfer, 9 Millionen Gehalt. Ich soll mir Savic holen, komme was wolle. Dann schauen wir doch mal gleich rein. So, Savic, wo haben wir ihn dann? Wo haben wir ihn dann? Da ist er, Vujadin, ne? Das ist er. Ganz genau, Vujadin Savic. Okay, Angebot. Vujadin Savic ist Stammspieler und möchte nicht zu einem Verein mit deutlich niedrigerem Prestige wechseln. Da haben wir uns mal schön die Geschichte vorgestellt. Klappt aber leider nicht. Schade, schade, schade. Das ist ärgerlich, dass wir den nicht ranbekommen, weil das war mein Vorzeigetransfer, den ich ganz gerne dort hätte. Also brauchen wir einen starken Innenverteidiger. Das ist so dieses große Problem, das wir haben werden, wenn wir Jungs verpflichten wollen, dass unser Prestige einfach nicht hoch genug ist. 12 und 10 ist echt nicht so das Aushängeschild, obwohl es schon besser ist wie bei Pauli, glaube ich, oder? Die haben 12 und 8, Hannover hat 13 und 9, das heißt, wir sind international schon besser als Hannover mit der 10. Krass. Okay. Wir brauchen noch einen Jugendtrainer, sehe ich gerade, Leute. So. Natürlich einen guten. Habe ich da nicht einen eingestellt? Ich habe doch einen. Genau, da ist er doch schon. Dann gehen wir einfach mal ein Stückchen voran, oder? Wir gucken mal, ob wir das mit dem Wellback hinkriegen. Oder mit einem guten Wellback, so wie auch Luis Gustavo.
Okay, was wir haben, wir werden nicht absteigen. Wir werden unser Saisonziel übertreffen. Wir werden Pokalsieger, wir gewinnen den Internet. Das ist alles zu viel, das ist alles zu heftig. Ich möchte ganz gerne Scouting und Trainingsanlagen weiter ausbauen, das ist klar. Obwohl ich es letztes Jahr nicht geschafft habe. Versteckt auf die Jugend will ich nicht machen. Die Stimmung will ich versuchen oben zu halten, klar. Wer schlecht spielt, ist draußen. Ja, das kannst du auch nicht so einfach machen bei einem kleinen Kader. Das machen wir. Wenn die Leistung nicht stimmt, werden die Prämien eingefroren. Das passt ganz gut. Okay. Und dann gucken wir uns nochmal. Ach hier, die neuen Mitarbeiter sind da. Das ist der Jugendtrainer, alles klar. Dann haben wir auch noch einen Fanbeauftragten. Super. Standesgemäße Vorstellung für Ene Wolzen. Und hier wird uns noch ein 32-Jähriger angeboten. Stürmer möchte ich aber nicht haben. Biedenkuh ist jetzt auf der Transferliste. Das wäre ja auch noch so ein, aber wenn ich jetzt einen Welbeck rankriege, Leute, das hat keinen Wert. Der spielt auch wirklich auch, wo ist der? Der Biedenkuh ist der nicht. Der ist doch wirklich gewechselt jetzt in die Bundesliga. Ist der nicht zu Dortmund gewechselt? Von Cottbus? Ich glaube, ne? Aktuelle Saison ist der, müsste der denn bei Dortmund am Start sein. Hier ist er erst 21, also. Will ich den haben? Das ist die Frage. Wir gucken mal Vertrag. Vertragsende 2017. Gehaltskürzung bei Abstieg, bla bla bla. Unterbezahlt fühlt er sich mit einem Gehalt von 900.000. Naja gut, aber den können wir uns. Wo soll ich den hinstecken, ne? Das ist hängende Spitze, erfüllen wir gar nicht. Wir gucken nochmal ein bisschen detaillierter in die Mannschaft rein, bevor ich weitere Sachen mir anschaue. Ene Wolzen schaue ich mal. Stärkstes ist rechts, okay. Rechts hatten wir, dann können wir Ene Wolzen dort stehen lassen. Wir haben Stelins und Bui am Start. Einer von beiden wird wahrscheinlich dann gehen müssen, wenn wir uns noch einen starken linkes Mittelfeld, Mittelfeldakteur ranholen. Skjelbred würde ich ja ganz gerne so als Ersatz dann bringen in der Zentrale. Marcel Scheppers ist noch ein junger, ja, ein aufsteigender Spieler. Schäfer haben wir noch als Stürmer. Terrazino würde ich ja ganz gerne verkaufen. Spieler anbieten. Spieler, gucken wir mal. Okay, gucken wir mal, ob jemand an Terrazino interessiert ist. Und Deni Alla würde ich auch ganz gerne. Maiga bleibe ich, ja, an dem halte ich fest. Deni Alla anbieten. Irgendwo. Mal gucken. Okay. So, wir haben aber noch Post. Schauen wir mal. Alles klar. Nee, den will ich nicht haben. Dann hätten wir das auch. Infrastruktur habe ich. Baukosten 9 Millionen. Da können wir weiter ausbauen. Das machen wir auch. Wir bauen das Bürogebäude aus. Und wir bauen das Finanzzentrum. Kann man auch ausbauen. Fitnessparcours. Flaggenmast 1. Jugendinternat. Jugendzentrum. Kundenzentrum. Medizinische Abteilung, Mietskaserne. Wo können wir noch ausbauen? Trainingsplätze. Das ist günstig. 350.000, günstig. Bedingung, Trainingszentrum Level 8, um das auszubauen. Okay, Trainingszentrum. Okay, dann bauen wir das mal aus. Okay, alles klar, dann haben wir wieder zwei Sachen am Start. Das läuft dann. Dann sind auch schon mal gleich wieder eine Million weg. Aber wir haben noch ein bisschen Geld. Was kostet mich denn das einfachste Jugendcamp? Wir gucken mal, was mich das günstigste Jugendcamp kostet. Das würde ich dann schon im Ausland aufstellen. Bei mir beliebt ist Frankreich. Nancy. Das einfachste kostet mich 7 Millionen. Oh, heftig, oder? Kosten pro Jahr immer noch eine Million. Gibt's noch ein bisschen günstiger? Ne, ich glaube, das ist immer gleich. Ne, wenn ich einen Guatemala eins hinstelle, das kostet mich dann 2 Millionen bloß. Ah, okay, interessant. Wir nehmen mal nicht so Fußballländer. Was wäre denn hier zum Beispiel in Japan? Japan ist das gut? Ne. Kolumbien, Kroatien ist doch mal interessant. Hier schön an der Riviera. 4 Millionen? Ja, dann bauen wir mal unser erstes Jugendzentrum. Alles klar, hier in Kroatien, dann schön am Wasser. Da können wir ein bisschen Urlaub machen. Zusammen mit Chelsea. Ohohoho. Okay, cool. Dann haben wir das auch. Dann gucken wir noch ein bisschen Merchandising rein. Da wurde gerade eingekauft, deswegen sind die Gewinne noch niedrig.
Der Bestand wurde aufgefüllt, das ist Arbeit, alles in Ordnung. Kartenverkauf ist ganz, ganz wichtig. Letzte Saison durchschnittlich 22.000, Gesamtkapazität 29.000. Die Kinderstadion aber so gut wie nie ausverkauft. Das heißt, wir gehen einfach mal runter und gucken, dass wir zumindest das Stadion ausverkauft haben. Das sollte doch unser Ziel sein. Deswegen gehen wir ein bisschen runter. Hauptsache die Bude ist voll, wisst ihr, wie ich meine, ne? Gegen Bayern zum Beispiel können wir noch ein Topspiel machen. Und gegen Leverkusen eigentlich auch. Die sind ja Zweiter geworden. Aber da gehen schon zu viele wieder weg. Das ist ärgerlich. Schalke, wir gucken einfach hier. Schalke top. 29 gegen Stuttgart immer. Hannover und Hertha lasse ich mal so. Das ist schön, wenn es ausverkauft ist. Okay, dann haben wir das. Sponsoring ist ganz wichtig. Wir brauchen einen Sponsor. Wir haben nämlich gerade keinen. Da kommt ein bisschen Geld rein noch, nehme ich an. Sponsor anwerben. Möchten Sie eine Kampagne starten, um neue Sponsoren anzuwerben? Diese würde 300.000 Euro kosten. Erstmal nicht, wir warten mal. Vielleicht kriegen wir noch einen die Woche. Namensrechte, hier haben wir keine Angebote. Sponsorenpyramide brauchen wir auch wieder Angebote. Bandenwerbung, noch 15 freie Banden. Oh, also da müssen wir schnell noch was dran kriegen, dann kommt nochmal ordentlich Geld in die Kassen. Ansonsten finde ich unsere Mannschaft, wie gesagt, finde ich relativ gut. Wir haben Kliche und Pripp auf der linken Seite. Die würde ich erstmal so lassen. Bitroff ist Stammspieler, Fromlowitz ist Stammspieler. Müller würde ich auch ganz gerne als Stammspieler lassen. Pogba natürlich. Maija, Chan und Stilic ebenfalls. Mit dem würde ich ganz gerne auflaufen. Jetzt brauchen wir dringend noch einen fürs linke Mittelfeld, obwohl wir da zwei junge Akteure haben. Wir haben dann Stelins und wir haben einen Uisimboi. Ist jetzt die Frage, wer muss gehen? Ich würde bald sagen Stelins. Wir gucken nochmal rein, Spielerinfo. Aktuell 700.000 wert. Wie viel haben wir den gekauft? Ablösefrei haben wir ihn gekriegt. Ja, eine Million wäre schon ganz cool, wenn er eine Million wert wäre. Aber wir können es einfach mal probieren, ihn zu verkaufen. Wir bieten dann Stelins an. Und schauen wir mal, was wir rauskriegen. Wir werden es ja sehen. Und gehen mal ein Stückchen weiter, dann werden schon mal die ersten Angebote kommen. Alles klar, da ist schon einer. Bietet 650.000. Grasshopper Zürich. Dann gehen wir mal auf 900 bei denen und verhandeln. Deni Alla wird angeboten 850, das kann ich hier sofort, das kann ich annehmen. Also die wollen 850 wollte ich für ihn. Aber dann verhandeln wir nochmal. Hier müssen wir auch verhandeln mit Rapid Wien. Okay, Feldspielerfähigkeiten. Okay, das ist ganz wichtig jetzt hier, unser Trainingslager, wie wir das auslegen. Ich guck mal, ob ich überall 5 hinkriege. Wenn ich bei Taktik noch einen mehr drauf mache, habe ich noch mehr Möglichkeiten hier bei der Geschichte. Spielaufbau ist ganz wichtig, lange Pässe ist wichtig, kurze Pässe. Und dann war es auch schon wieder. Dann gucken wir mal. Ach, guck mal, Leute, alles auf 20 hier. Einigen sich auf 850.000, okay, alles klar. Da wird unser Kader wieder geschmälert. Stelins 750 von Vitesse Arnheim. Gehe ich auch mal auf 925 und verhandle noch ein bisschen. Gucken wir mal. Nur nicht zu hoch pokern, sonst kriegen wir ihn nicht weg. Und wenn wir dann noch einen mehr haben, dann wird das leider nichts. So, Deni Alla verabschieden mal in der Folge. Auch nicht so schlimm. Okay. 800.000 von Grasshopper Zürich. Wir verhandeln mal. Die anderen, Breda hat ja schon, die haben auch schon so richtig zugelegt. Angenommen von Breda, okay, dann wird er wahrscheinlich auch dahin gehen. Datenbank aktualisiert, Jugendspielerreich, Trainingsziel, Webseite, kostet 5.000, Ablöse, passt. Was ich noch kaufen wollte, ist das Scouting-System. Wir können mal ausbauen. Wir brauchen das große Update, genau, alles klar. Super. So, ungelesene Nachrichten. Tom Tribal auf der Transferliste. Ja, es wäre Außenspieler, ne? Aber wenn wir jetzt einen Luis Gustavo kriegen sollten, Leute, dann ist es natürlich hier gegessen, die Geschichte mit ihm. Obwohl er sicherlich noch ein ordentlich Entwicklungspotenzial hat, zusammen mit einem Pogba. Er ist 22. Also ich meine, bestes Alter eigentlich, ne? Um langfristig vielleicht zu verpflichten, um weiter auszubauen. Stammspieler wird er bei uns nicht, das ist klar. Da ist noch ein bisschen zu schwach, aber dann haben wir auch noch einen Adam Maher auf der Position. Also bei ihm tue ich mich echt schwer, jetzt da ihn zu verpflichten. Das wäre ein Notkauf. Finde ich nicht gut. So, da haben wir Granit Xhaka. Wurde von Arsenal auf die Transferliste gesetzt.
Kaufangebot. Hat leider kein Interesse. Möchte nicht zu unserem Verein wechseln. Schade. Kaufangebot für Emre Can. Da müssen wir verhandeln mit 1. FC Köln. Das ist natürlich heftig hier. 2,7 Millionen. Ihn haben wir auch ablösefrei gekriegt. Mal schauen, was habe ich denn für Pogba bezahlt. Ablösefrei. Und das gleiche gilt auch für Can, wenn mich nicht alles täuscht. Ebenfalls ablösefrei. Die wollen 2,6 Millionen. Der ist 1,9 aktuell wert. Also das wäre eigentlich ein Verkauf, der passen würde. Aber sportlich möchte ich ihn nicht verkaufen. Das ist das Problem, das wir jetzt haben. Sportlich möchte ich ganz gerne auch auf ihn aufbauen. In den nächsten Monaten. Gerade in der Europa League. Ne? Das ist jetzt ein bisschen beschissen. Deswegen versuche ich das irgendwie zu umgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist denn die Geschichte von... Wo haben wir denn... Ja, weiß ich nicht, wo wir... Schade, dass wir nicht wissen, wie es jetzt mit unseren anderen Transfer steht. Gerade auch Luis Gustavo.